mein Name ist Rose Claire. Ich bin seit einigen Jahren hier bei der Peter Kruss Gruppe. Meine Aufgaben sind hier Projektleitung und in der Projektentwicklung zu arbeiten. Und man kriegt praktisch ein leeres Grundstück, ja, und man hat die Pläne, man hat eine Vision, die ist halt nur digital, ja, die ist da. Ich kann mir das schon vorstellen, im Kopf weiß ich ganz genau, das sieht so und so aus und denke, okay, jetzt muss das dorthin, ja, und das ist sehr spannend. Und das ist dann stressig und sehr viel Arbeit und man muss halt viel mit den Leuten versuchen, da zu harmonieren. Das ist nicht einfach und dann auch, dass es auch die Qualität nicht darunter leidet. Und dann, wenn man die Abnahme hat oder wenn man dann fertig ist, komplett Reinigung, die Endreinigung, man steht vorm Gebäude und denkt, oh, wie toll. Das ist so ein richtig schönes Gefühl, das gefällt mir. Also wo die Agenturen? Mein Name ist Raphael Wawrzyńczyk, seit 6,5 Jahren bei dem Unternehmen Firma Peter Kruss beschäftigt und in der Funktion als Projektleiter tätig. Man weiß eigentlich schon morgens nicht, was so der Tag mit sich bringt. Also es kann sein, dass man morgens ins Büro geht und hat sich was vorgenommen und plötzlich klingelt das Telefon und sagt, man hat da ein Problem und das müsste dringend gelöst werden. Das ist nicht wie eine Fließbandarbeit, sondern das Schöne daran ist, das Projekt umzusetzen und sein Wissen, seine Dinge damit einzusetzen. Oder er macht einen Schacht. Ja, macht und schließt dann dort an. Also wir arbeiten halt sehr eng zusammen und wir machen die Aufgabenteilung so, wie die Stärken des anderen sind. Also der eine kennt sich in einem technischen Bereich besser aus, der andere in dem und das ergänzt sich dann einfach. Und Dinge, die wir beide nicht mögen, machen wir dann beide zusammen. Nur frei sein, wenn ich mich mit jemand verstehe, ja, auch auf einer privaten Ebene. Es gibt viele Kollegen hier, das ist der Raphael, ist nicht der Einzige, ne? Wo man dann sagt, okay, ne, man tauscht Erfahrungen aus, ne? Der sagt, ey, Moment, ich habe das Projekt, habe ich das so und so gemacht und man versucht dann halt das Ganze irgendwie zu kombinieren, vielleicht passt das bei mir, ja, und nur so wird man kreativ und hat neue Ideen. Ich finde das Besondere, weil es wirklich ein Familienunternehmen ist, man unterscheidet nicht zwischen einem Azubi, einem Arbeiter, einem Projektleiter oder Geschäftsführer. Menschlich sind alle gleich, es gibt keinen Unterschied. Ja. Und das ist schön, das gefällt mir wirklich ganz gut. Ja. Guten Morgen, aufgestanden? Ausgeschlafen, ja. Was macht Bücher jetzt? Soweit passt das. Wir haben noch ein paar Dinge abzustimmen, aber ansonsten im Großen und Ganzen. Also wir telefonieren bestimmt 2 Stunden am Tag manchmal, ja. Und ja, manchmal gibt es halt eine Verwechslung, ja. Dann ruft er anstatt mich seine Frau oder umgekehrt.